Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder in meiner Küche. Ich wollte heute wieder was kochen und zwar mit den Dingen, die ich noch zu Hause habe. Also ich habe jetzt nicht extra eingekauft und ich habe einfach mal alles zusammengesucht, was gibt es so bei mir zu Hause und was kann ich daraus zaubern. Und Folgendes ist rausgekommen. Ich habe noch Eier zu Hause, dann habe ich noch einen Teil Räuchertofu, ein bisschen Basmati-Reis, dann eine Tüte Kartoffelpüree, Flocken und dazu noch Gewürze und ich habe auch Paniermehl da. Und was mache ich daraus? Ich habe mir gedacht, ich werde einfach den Reis kochen. Ach so, ich habe noch Mais. Mais habe ich auch noch da. Und deswegen habe ich mir gedacht, was kannst du machen? Du kannst Folgendes machen. Und zwar mache ich den Reis, den werde ich kochen. Dann werde ich den Mais dazugeben, reinmischen. Dazu gibt es den geräucherten Tofu in Scheiben. Und den werde ich versuchen zu panieren mit Eiern und Paniermehl, muss ich mal schauen, ob ich den noch habe. Und dann habe ich Kartoffelpüree, den werde ich zubereiten und den Kartoffelpüree werde ich versuchen zu frittieren. Ich habe da nämlich ein Rezept gesehen, auf Facebook glaube ich, und das werde ich heute mal austesten, ob das tatsächlich wirklich so funktioniert, wie es gezeigt worden ist. Und los geht's! Ich schaue erstmal, wie viel Reis wir überhaupt haben hier. So, einen halben Becher. Und darauf kommen dann die gleiche Menge zweimal an Wasser. Der Reis wird jetzt erstmal gewaschen. Der Reis kommt dann einfach in den Topf rein. Zwei Teile Wasser und das werde ich noch würzen. Entweder mit Brühe oder mit Vegetta. Wird jetzt erstmal ein bisschen aufgekocht und dann werde ich die Stufe runterdrehen. In der Zwischenzeit, in der der Reis kocht, da werde ich jetzt erstmal den Tofu zubereiten. Der Reis, der kocht schon so langsam, deswegen kommt da erstmal ein Deckel drauf. Deckel ist drauf und ich habe das auf Stufe 3 runtergedreht. Und zwar werde ich den einfach in Scheiben schneiden. Jetzt überlege ich, kleine Scheiben oder große Scheiben. Ich glaube kleine Scheiben. Genau. Jetzt werde ich die Panade fertig machen. Dazu werde ich jetzt erstmal ein Ei zerschlagen. Dann brauche ich noch Semmelbrösel und Mehl. Und in der Zwischenzeit mache ich noch die Pfanne fertig, heiß. Jetzt werde ich den Tofu panieren. Erstmal in Mehl rein. Dann in Ei. Und dann in Paniermehl. Das tun wir jetzt hier in Öl rein. Also ich wurde nur von Vorgängern gesprochen, Dings hier eingeladen.
Und wir sind halt 3 Stunden alleine. Mhm. Und also wir wären so nicht Gruppen. Eigentlich, ja, wir sind alleine 3 Stunden auf der Insel. Ja. Wir können es aufteilen. Mhm. Und ich habe auch gesagt, du weißt, dass du dann so 3 Stunden, 4 Stunden mehr hast. Und ja. Mhm. Ah, und gestern habe ich mit Leana noch lange telefoniert und Reba. Und bei Leana dachte sie erstmal, es wurde bei ihr eingebrochen, weil im Garten stand ein Typ und die Eltern waren einkaufen. Nur ihre große Schwester war da und die hat auch gesagt, Leana, mach die Rouladen runter und bleib in deinem Zimmer. Den Kartoffelpüree habe ich jetzt einfach nach Packungsbeilage zubereitet. Und das lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Jetzt werde ich den Mais in Butter so ein bisschen anbacken. Und ein bisschen würzen mit Regatta oder mit Salz. Der Reis ist auch schon fertig, den werde ich auch ein bisschen verfeinern mit Butter. Und das kommt jetzt in den Topf Mais, Reis rein. Perfekt. So, jetzt kommt das Ei rein. Und das wird jetzt ordentlich verrührt. Das Püree ist abgekühlt und jetzt werde ich da kleine Bällchen ausformen. Achso, vorher die Hände mit Öl einschmieren. Ah! So. Ah! Zu viel. Was ist das? Ich werde es anders machen. Ich mache einfach kleine Gnocchi. So, das sieht doch auch schon mal gut aus, oder? Und das sind die Unfälle. Die haben es nicht ganz überlebt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die jetzt vollgesogen sind mit diesem Frittierfett. Und eins vorneweg gesagt, das ist kein gesundes Essen. Aber es ist halt ausnahmsweise eine Alternative, wenn man halt nur diese Dinge zur Verfügung hat zu Hause. So, Essen ist angerichtet und dazu passt ein toller Salat. Entweder Gurkensalat oder gemischter Salat. Irgendein zusätzliches Gemüse muss auf jeden Fall noch dabei. Gut, dann werden wir uns jetzt hinsetzen zum Essen. Guten Appetit!